Metal-Leute, Serpien hier. Also, das ist jetzt einfach nur so ein kleines Rant-Video, einfach über mein Schnittprogramm, das ich zurzeit nutze, nämlich DaVinci Resolve 16. Also, falls ihr es nicht kennt, ist ein professionelles Schnittprogramm, was man sich die Basisversion gratis holen kann. Ist an sich wirklich gut, aber ich habe ein fucking Problem mit diesem netten Teil. Und dieses fucking Problem ist einfach, dass es sich andauernd updatet. Also ist nicht normales Update, so wie bei jedem anderen Teil. Wenn ich mein Schnittprogramm updaten will, was man zum Glück nicht muss, dann schickt es mir nicht, lädt mir einfach irgendwie mit einem Balken für 3-4 Minuten. Okay, cool, hat jetzt die neuen Features. Nein. Man muss einfach das gesamte Programm neu runterladen. Ich habe einfach keinen Bock mehr, für irgendwelche Features, die ich eh nicht nutze, immer meine Drecksprogramm für einen Tag lang nicht nutzen zu können. So. Das ist halt auch einfach für meinen Workflow nicht so nice. Also, DaVinci, bitte bekommt das hin, ey. Ich liebe eure Software. Ich liebe alles an dem, was ihr wirklich macht. Aber bitte, bitte hört auf mit dem Scheiß. Es ist wirklich langsam Abfuck. So, halt immer so, ist immer so schön, wenn man schon sich so das Programm 20 Mal gefühlt, okay, vielleicht 20 bei mir ist es jetzt, ich nutze es noch nicht so wirklich lange, vielleicht 10 Mal oder so habe ich das gemacht. Ich habe das nicht immer gemacht, wenn die das anzeigen. Ich habe mir bis jetzt irgendwie 10 Mal mein Traction-Programm neu runtergeladen. 10 fucking nochmal Mal. Das ist nicht angenehm. Einfach nicht angenehm. For real, das ist nicht angenehm. Einfach, weil es halt mich einfach aus diesem Produktivitätsflow wirft. Also, es ist halt einfach nicht angenehm, wenn du jetzt ein Video bearbeiten willst, schneiden willst, was auch immer. Ja, das ist zwar für mich eigentlich kein Akt, aber es ist einfach trotzdem nervig, wenn du es dann nicht machen kannst. Und da habe ich ja halt auch ab und zu Probleme, das wirklich hinzubekommen, dass ich jede Woche ein Video uploade. Das ist halt wirklich nicht so nice, ne? So, einfach nicht nice. Es killt halt wirklich einfach komplett meinen Workflow gerade und es ist so ein kleiner Rant, weil es mich einfach super nervt. Also, ich schätze, ich brauche ja eh nicht alle Funktionen, die immer neu reinmachen, so. Also, es kann mir eigentlich egal sein, aber es ist halt trotzdem einfach. Es ist nervig, okay? Don't judge me. Naja, was auch immer. Klar, ist jetzt ein kleineres Video, aber es hört sich auch nicht mal so schlimm. Naja, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked, entbimmelt die Glocke und schreibt ein paar schöne Hate-Kommentare. Ja!